Im Steillagenkollektiv bringen wir Produzent, also unsere Wengerder, und den Konsument, also unsere Kunden, zusammen. Gemeinsam schultern wir diese Aufgabe, diese Kulturlandschaft zukunftsfähig zu machen, indem wir eben beide zusammenbringen und gemeinsam an einer Sache arbeiten. Wir haben insgesamt 4 Lagen, die wir mit dem Steillagenkollektiv bewirtschaften. Das ist einmal die Felsengärten in Mühlhausen, hier die Roßwager Halde, das Schloss Kaltenstein in Vaihingen und in Markgröningen das Glemstal. Insgesamt sind 36 Wengerder im Steillagenkollektiv unterm Dach des Steillagenkollektives, die diesen Kodex des Steillagenkollektivs auch einhalten, und 400 Teilhaber, die dieses Projekt unterstützen mit ihrer Teilhaberschaft, mit ihrem Anteil an der Steillage. Die Teilhaber tragen ihren solidarischen Beitrag in dieses Projekt rein. Also das ist 1 Euro pro Tag, insgesamt 365 Euro im Jahr. Und das wird natürlich verzinst, nämlich in Form einer Naturaldividende von 4 Weinpaketen im Jahr. Der Teilhaber bekommt also auch ganz ordentlich was zurück von seinem Engagement. Der Rest dieses solidarischen Blocks wird verteilt auf die Winzer. Die Weinberge werden bonitiert aufgrund ihrer Zukunftsfähigkeit, und jeder Winzer, jeder Wengerder bekommt seinen Anteil dann raus, das zusätzlich zum Traubengeld für die Kulturlandschaftspflege investiert werden kann. Durch das Steillagenkollektiv erhalten wir natürlich auch die Grund- und die Lebensgrundlagen vieler Tiere hier, von Mauereidechsen über Schlangen, Bienen, Wildbienen vor allen Dingen. Und das ist einfach wichtig für uns alle. Im Prinzip werden alle 3 Säulen der Nachhaltigkeit bestmöglich getroffen. Wir brauchen einmal die ökonomische Nachhaltigkeit. Ohne diesen finanziellen Background für unsere Wengerder geht es einfach nicht. Dieses zusätzliche Engagement, zusätzlich zum Traubengeld, hilft uns einfach, die Kulturlandschaft und die Kulturlandschaft zu pflegen. Wir haben einen ökologischen Vorteil, wenn wir terrassierte Steillagen auch bewirtschaften. Und es ist eine soziale Nachhaltigkeit, weil schon seit über 1000 Jahren wird diese Kulturlandschaft in der Gemeinschaft gepflegt und kann auch nur in der Gemeinschaft überleben. Nachhaltig ist für mich, wenn etwas überlebt. Hier überlebt diese schöne Kulturlandschaft, es überleben die Tiere, die hier leben in den Mauern, und es überlebt der Winter. Meine persönliche Motivation ist, diese ganz besondere Landschaft zu erhalten. Das ist unsere Heimat. Wir haben Verantwortung übertragen bekommen für ein paar Jahrzehnte, die wir hier agieren können. Diese Steillage existiert aber schon seit über 900 Jahren. Also ich sehe mich als ein Glied in einer Kette, die eben nach mir auch noch weitergeht, hoffentlich. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir diesen Stab weitergeben können, dass der verantwortungsvoll auch noch die nächsten Jahrhunderte so gehandelt wird, dass diese Landschaft erhalten bleiben kann.